Guten Abend, die kleine Audiodatei, da sprechen wir mit Alexander aus Rostov am Don. Heute wird es gehen um das Thema Bricks und Bricks TV. Das stellt sich so auf YouTube immerhin vor. Задумывался ли ты, каким воздухом мы дышим? Что влияет на его качество и кто за этим следит? И главное, какой вклад может внести каждый, чтобы воздух стал чище? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Das letzte auf YouTube leider auch vor 11 Monaten hochgeladen. Eine blonde Aljona Subota läuft durch die Straßen von Moskau. Jetzt nach Rostov. Sonnabend ist, ich spreche mit Alexander aus Rostov am Don. Привет. Hallo, привет. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, welches in der letzten Zeit viel in den Medien war, bei euch etwas mehr als bei uns, aber es gab auch in Deutschland einige Berichte. Ich habe einen sehr guten bei den Tagesthemen entnommen. Der wird nächste Woche auch in der kleinen Audiodatei nachveröffentlicht. Sozusagen Bricks und Bricks TV. Darüber wollen wir sprechen. Wir fangen mal an mit dem Fernsehprogramm. Ich denke, das kennt hier im Westen niemand. Bricks TV, was kannst du dazu erzählen? Eigentlich war ich überrascht kürzlich zu erfahren, dass es so etwas wie TV Bricks gibt. Ich habe einfach mal diesen Kanal gesehen und etwas über ihn gelesen. Und dieser Sender ist seit 2017 und sendet in Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika, also auf Russisch, Chinesisch, Portugiesisch und Englisch. Und sie positionieren diesen Kanal als kultureller Austausch. In Russland werden sie jeden Tag solche Kochsendungen über Gerichte aus diesen Ländern gezeigt, aus China meistens und Indien, glaube ich. Und sie auch zeigen Filme aus diesen Ländern, Spielfilme, Dokumentarfilme, verschiedene Interviews, auch Sendungen über Persönlichkeiten, über geografische Orte, aber leider sieht das alles nicht sehr gut aus, weil sie nicht so viel Material haben. Es sieht also so aus, dass sie mehrmals täglich einen Programmblock von 3 oder 4 Stunden Länge wiederholen. Und sie ändern die Nachrichten. Also andere Sendungen wiederholen wieder und wieder. Und wahrscheinlich das liegt daran, dass nur sehr wenige Menschen verstehen, was Bricks eigentlich ist und was für eine Vereinigung, für eine Union das ist. Ja, und genau das wollen wir jetzt ein bisschen erweitern hier in der kleinen Audiodatei. Ich habe mich mal auch ein bisschen informiert und bin auf eine englische Wikipedia-Seite gekommen. Diese erklärt mir, TV Bricks ist ein Kommunikationszentrum für die Bildung und Verbreitung der Informationsagenda der BRICS-Länder, operiert über ein umfangreiches Netzwerk von Medienpartnern in den BRICS-Mitgliedstaaten. Die hattest du ja jetzt gerade aufgezählt. Die werden ja auch mehr werden. Vielleicht wird es dann größer. Die Geschäftsführerin ist Jana Tolstikova und in Russland erreicht TV Bricks technisch über verschiedene Satelliten und Kabel 31 Millionen Menschen. TV Bricks entstand übrigens auf einem Bricks-Gipfel in China 2017, wie du es gesagt hast. Erwähnt wird in der englischen Seite noch der Dokumentarfilm Dostojewski Interkontinental, der die Relevanz von Dostojewskis Figur, seinem Werk und seinem philosophischen Erbe für die internationale Gemeinschaft widerspiegeln und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die nationalen Akzente der Interpretation von Dostojewskis Philosophie in Indien und Südafrika lenkt.
denken. Brasilien, China und Russland werden natürlich auch noch genannt. Es gibt eine internationale Bibliothek. Ich glaube, das eine oder andere ist auch noch auf YouTube zu finden. So viel zum Programm. Ich habe mal auf der Webseite geguckt. Da werden auch einige Podcasts angeboten. Sie senden in mehreren Sprachen. Ich denke, allzu viele Leute kennen das bei euch auch noch nicht. Es ist zwar empfangbar, aber es ist jetzt kein Massenkanal. Ja, eigentlich, wir schreiben, dass dass 31 Millionen Menschen könnten das sehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich schauen diesen Kanal viel weniger Menschen. Ich habe manchmal es gesehen auf Fernsehen, aber Filme aus China oder Indien zum Beispiel interessierten mich nicht so sehr. Ich muss ehrlich sein, ich habe mal ein, zwei Kochsendungen geguckt und auch so Landschaftsfilme, die jetzt auch aus Russland gezeigt wurden. Das fand ich ganz nett und ganz gut gemacht, aber bei weitem habe ich nicht so viel geschaut, um zum Beispiel die Wiederholungsrate der Programme einschätzen zu können. Das ist eine völlig andere Sache. TV-BRICS. Wichtiger aber das Thema BRICS. Da gab es unlängst einen Gipfel in Südafrika und der führte zu einer deutlichen Erweiterung. In Deutschland, ich habe es schon gesagt, ganz, ganz wenig ein Thema, obwohl das Ganze eigentlich eine wichtige Sache ist. Saudi-Arabien zum Beispiel ist aufgenommen in die BRICS-Länder und das ist ja im Grunde genommen unsere Tankstelle und die ist jetzt zu einem guten Teil in BRICS-Hand und damit auch unter Einfluss von Russland und China, ja immerhin dem größten und auf der anderen Seite dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache, wenn du mich fragst, eigentlich die wichtigste geopolitische Entwicklung seit dem Ende der Sowjetunion. Ja, wie schätzt du das ein? Naja, eigentlich, da hast du recht. Vielleicht kann es in Zukunft wichtig werden, aber bisher sehe ich leider nur wenige Ergebnisse. Ich meine, dass sogar wenn wir in Südafrika betrachten, dann haben sie damals sehr lange überlegt, ob Putin dorthin fahren würde oder nicht, wegen dieses Haftbefehls. Also konnte Südafrika nicht klar sagen, ob es Probleme geben würde oder nicht. Und natürlich am Ende ist er dort nicht hingefahren. Also es ist ein bisschen seltsam. Oder zum Beispiel Russland hat vor kurzem angefangen, mit Indien Öl zu handeln. Und jetzt hat der Rubel stark an Wert verloren. Und einige Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass dies auch zumindest teilweise damit verbunden ist, weil Russland verkaufte nach Indien Öl und sie nutzten indische Rupien dafür. Und indische Rupien nicht konvertierbare Währung ist und Russland kann jetzt nichts mit diesen Rupien machen. Also es sieht so aus, als ob Russland Indien dieses Öl teilweise einfach geschenkt hat. Und warum? Also ich meine, dass sie haben bestimmte Ideen und bestimmte Pläne, aber Sie träumen von einer gemeinsamen Währung, die nicht unter der Kontrolle der USA wird, aber sie träumen seit Jahren davon und nichts geschieht. Und höchstwahrscheinlich wird eine solche Währung der Yuan sein. Und das heißt, sie wird einfach von China kontrolliert werden. Es gibt so ein BRICS-Bank und dort ist eine Chefin dieser Dilma Rousseff aus Brasilien. Und sie hat vor kurzem erklärt, dass sie ihre Geschäfte in Russland aussetzen werden, weil sie Angst von Sanktionen und dem Ausschluss aus dem internationalen Finanzsystem haben. Also vielleicht hat es Zukunft, aber bisher hat zumindest Russland nicht so viel davon. Meine Meinung dazu, deine Skepsis ist auf jeden Fall klug und BRICS gibt es ja schon seit 20 Jahren, in denen so viel nicht passiert ist. Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch eine Situation, die sich durch den Krieg entwickelt. Es war ja am Anfang noch nicht so ganz abzusehen, wie dieser Krieg weitergehen wird. Und jetzt kann man zumindest sagen, dass die Möglichkeit auf Sicht, dass der Westen sich ja in der Unterstützung des Krieges zurückhält, die sehe ich im Moment nicht so. Und ich denke,
dass die Gefahr einer größeren Kriegseskalation wächst. Nach wie vor sehe ich das so. Also mein Optimismus ist da sehr gering. Und unter Umständen ist da jetzt die BRICS auch ein bisschen unter Zugzwang gekommen, um zu zeigen, wir stehen zumindest nicht mehr geschlossen hinter dem Westen. Wir kritisieren die Entwicklung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil du hast natürlich mit deinen Aspekten auf jeden Fall recht. Auch die Geschichte mit Indien. Das könnte natürlich eine eigene Währung dann unter Umständen lösen. Im Moment ist ja auf jeden Fall so, dass der Rubel stark abgewertet ist, ohne Frage. Wie du gesagt hast, vielleicht diese letzte Erweiterung, ich meine, dass zum Beispiel Saudi-Arabien will in BRICS, das kann vielleicht irgendwie helfen, weil Saudi-Arabien war und ist sehr wichtig für Vereinigte Staaten, und wenn sie wollen irgendwie etwas ändern, dann vielleicht wird alles besser mit BRICS. Ja, die Möglichkeit sehe ich auch. Auch den Iran würde ich nicht unterschätzen. Da habe ich Bilder gesehen von einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo iranische Autobauer sich vorgestellt haben, die zum Beispiel Kupplungen gebaut haben, die auch in westliche LKWs passen. Also wenn da bei euch was kaputt geht, stehen da iranische Firmen bereit. Alles Dinge, die in Deutschland überhaupt nicht berichtet werden, was ich sehr kritisch sehe. Und insofern muss ich dann fast sagen, braucht man internationale Medien, jetzt in dem Fall russische, aber chinesische berichten auf jeden Fall darüber auch, um dort informiert zu sein. Wie nimmst du die Informationsdichte in euren Medien wahr? Wird BRICS da aufgebauscht in den russischen Nachrichten oder eher in einem vernünftigen Maß gesendet? Na, sie haben ziemlich viel darüber gezeigt und sie auch erzählen viel, zum Beispiel jetzt über Iran. Sie erzählten, dass sie haben bestimmte Kooperationen mit Iran im Militär, Rüstung und so weiter, in Flugzeuge. Sie haben bestimmte Projekte und also ich meine, dass wenn die Länder sind zusammen unter Sanktionen, dann sind sie näher zueinander als zu China zum Beispiel. Und wenn Iran auch in BRICS wird, dann vielleicht wird es auch für Russland in BRICS besser. Ja, das ist vielleicht natürlich auch ein negativer Aspekt, wenn man zu lange auf Sanktionen setzt. Ich bezeichne ja Sanktionen grundsätzlich immer als Wirtschaftskrieg. Das mag kurzfristig zu einer bestimmten Zeit durchdacht gewesen sein, aber es ist natürlich logisch, wenn ich einen Wirtschaftskrieg gegen 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Länder führe, die wirtschaftlich durchaus etwas aufzubieten haben, werden die sich dann natürlich zusammensetzen und werden Lösungen finden, die Sanktionen zu umgehen. Ich habe aber eine abschließende Frage, und das ist der chinesische Präsident Xi Jinping. Da wird jetzt spekuliert, er würde nicht zum G20-Gipfel nach Indien reisen. Hast du das schon mitbekommen? Letzte Woche war er ja noch am BRICS-Gipfel in Südafrika. Nein, eigentlich darüber habe ich noch nichts gehört, aber es gibt bestimmte Feindlichkeiten zwischen Indien und China, und diese Länder sind die größten in dieser Vereinigung, und es ist auch ein Problem, die irgendwie gelöst werden soll, so würde ich sagen, weil wenn sie so viel Feindlichkeit haben, dann ist es auch sehr schwierig, sehr kompliziert für die Zukunft. Ja, ich lese jetzt hier übrigens zur Meldung, Reuters hat das Ganze berichtet, unter Berufung auf vertraute Quellen in Indien und China. Allerletzter Punkt für diesen Sonnabend. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, bei euch sicherlich auch hochgeachtet, oder? Ja, eigentlich ja. Sie hat sich in Sachen BRICS ganz interessant geäußert. Sie hat gesagt, man solle mit Ländern auch zusammenarbeiten, wenn sie zu anderen Bündnissen gehören. Hat mich überrascht. Naja, ich habe es erstmal positiv eingeschätzt. Hast du das auch mitbekommen? Ja, darüber habe ich gelesen, aber nicht in russischen Quellen, sondern in deutschen Quellen. Dann lassen wir jetzt nochmal Annalena Baerbock sprechen, wünschen unseren Hörern ein frohes Wochenende und den BRICS alles Gute. Ja, tschüss. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Dass wir einen wirklichen umfassenden Schutzsturm
für unsere Allianz aufbauen. Innerhalb der G7 haben wir uns daher gerade jetzt konkrete Ziele gegeben für den Ausbau der Wind- und Solarenergie. Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan. Gerne schließe ich mich an und wünsche Ihnen eine gesegnete kleine Audiodatei. Sonnabend, der 2. September 2023. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In der Tagesschau lese ich: Olaf Scholz hält Kernkraft für ein totes Pferd. Der Präsident des IFO-Instituts Füst schlug vor, neue Energien zu erforschen, auch den Wiedereinstieg in die Kernenergie zu erwägen. Auch kamen Forderungen aus der FDP und der AfD bei einer Pressekonferenz in Oberhof in Thüringen. Erklärten Alice Weidel und Tino Chrupalla, was sie mit Regierungsmacht täten. Sie würden die Nord Stream Gasleitungen nach Russland reparieren und betreiben, sie würden Atomkraftwerke wieder ans Netz bringen, neue bauen und die Grenzen so ausbauen, dass keine illegalen Migranten mehr ins Land kommen, berichtet RP Online. Sie stellten ein 10-Punkte-Papier vor. Macht Nord Stream 2 auf. Olaf Scholz erklärte die Debatte für beendet. Zitat: Die Kernkraft ist zu Ende, sie wird in Deutschland nicht mehr eingesetzt. Von Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, wird ein Industriestrompreis gefordert. Scholz dazu: Es gebe nur drei Wege der Finanzierung. Entweder müssten die anderen Stromkunden bezahlen, dass der Strompreis für einige Firmen verbilligt werde, oder die Steuerzahler müssten dies tun. Die dritte Option sei eine Finanzierung über Schulden. Das Vernünftigste wird wohl die vierte Option sein. Die Firmen gehen dahin, wo Strom finanzierbar ist. Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen. So viel Karin Kneißl, die ehemalige österreichische Außenministerin. Apropos totes Pferd. Agnetha von ABBA hat eine neue Single. Wenn ich all das richtig verstanden habe, nimmt sie ihr Album von vor 10 Jahren mit etwas mehr Beat nochmal auf. Einen neuen Titel gibt es aber. Hören wir doch mal. Na, da war aber die Studiotechnik im Einsatz. Apropos ABBA, Olof Palme lebte von 1927 bis 1986. Er war Sozialdemokrat, Schweden, zweimal Ministerpräsident. Von 1969 bis 76 und 82 bis 86. Er galt international als Stimme für Abrüstung und Verständigung und setzte sich für die Belange der Dritten Welt ein. Nach seinem Tod gab es ihm zu Ehren in der DDR Olof Palme Friedensmärsche. Der Auftakt der Olof Palme Friedensmärsche war damals am 1.9.1987 in Stralsund. Palme wurde am 28. Februar 1986 auf offener Straße im Zentrum Stockholms mit einer Schusswaffe ermordet. Die Polizei tappte lange im Dunkeln. Bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Olof Palme hatte sich angesichts des Wettrüstens zwischen Ost und West für einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa ausgesprochen. Heute ist das Thema Völkerverständigung und atomare Abrüstung aktueller denn je. Deshalb zurück zur Tradition. Die Olof Palme Friedensmärsche. Original 1987 ab 1. September. Hierzu Initiator der Neuauflage Ronny Pogel. Märsche wurden damals von der DDR-Regierung geduldet. Gibt es heute zu wenig Friedensmärsche? Und deshalb möchten wir die Olof Palme Friedensmärsche auch dazu nutzen, dass die jungen Leute sich mal mit der Geschichte und mit der Historie auseinandersetzen und Zusammenhänge erkennen, denn sie haben die Zukunft noch vor sich und müssen eigentlich alles dafür tun, dass sie friedlich stattfindet. Der Auftakt der Friedensmärsche wird damals wie heute in Stralsund sein. Und zwar am Samstag, den 2. September 2023. Stralsund, 2. September 2023. Treffpunkt ist in Stralsund, der Olaf-Palme-Platz, um 16 Uhr. Olaf-Palme-Friedensmarsch, 2. September 2023, 16 Uhr, Stralsund, Olaf-Palme-Platz. Ja, und dann sieht man immer wieder, manchmal auch hier, einige, die kommen zusammen und halten die Slogans der Friedensbewegung der 80er Jahre hoch mit Friedenstauben und rufen Frieden schaffen ohne Waffen. Da ich einige dieser Kundgebungen organisiert habe in den 80ern, will ich hier klar sagen, es ist nicht richtig, den armen Ukrainern zu sagen, sie sollen einfach ihr Land erobern lassen. Das hat mit Freiheit, Demokratie und Friedensliebe gar nichts zu tun. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Eine weiße Friedenstaube fliege übers Land.
Scheiß Frieden, scheiß Pazifismus. Lernen mit Schlager, Dirk Michaelis. Blickt man heute in die Presse, liest man zum Beispiel im Münchner Merkur zum M1 Abrams-Panzer. Ein krasses Biest, ein Vorschlaghammer marschiert an die Front. Er verstärkt die ukrainische Gegenoffensive. Deren Besatzungen trainieren aktuell auch hierzulande, zum Beispiel in Grafenwöhr. 200 ukrainische Soldaten lernen. Es berichtet das Politikmagazin Politico. Ruhig, Leo. Ruhig. Friss einen Pinguin. Der Spiegel berichtet, Rostock, ein Raubtier, tötete dort ein Pinguin im Zoo. Mein Leo war es nicht. Fragen bleiben offen. Welches Tier den Pinguin angegriffen habe, wurde nicht bestimmt. Auch wären keine weiteren Analysen geplant, erklärte die Sprecherin des Zoos. Die Nachrichtenagentur dpa gibt bekannt, es wäre wohl ein Fuchs gewesen. In der Welt unseres Hegemons wird wieder mal geklagt gegen Burger King. Die echten Whopper wären kleiner als die auf den Bildern. Das Verfahren eingestellt, Markus Söder, wieder Gerald Grosch. Dieser bezeichnete ihn als Södolf. Das darf er weiter. Tagesschau-Sprecher Carsten Schreiber bekam bei einer Lesung eine Torte ins Gesicht. Springers Welt berichtet, der Intendant des SWR, Kai Knifke, steigert sein Gehalt um 18.700 Euro. Passend dazu Claudia Kempfert. Die Ökonomin fordert einen Wohlstandsverzicht. Wir leben über unsere Verhältnisse. Hier zitiert sich Springers Welt. Fetisch Privateigentum. Kempfert plädiert für eine Gemeinwohlökonomie anstelle Privateigentum und individuellem Profit. Da muss ich doch an meinen alten Bono-Witz denken. Bono, bist du Prophet? Weiß ich nicht. Machst du Profit? Ja! Bono von U2. Übrigens, die U2 fährt in Berlin wieder durch. Aber interessant, die Frau Kempfert. Ich erarbeite zurzeit gerade ein Dossier mit Texten von Erich Honecker. Ich ahne, ich werde mich beeilen müssen, bevor es von der Realität überholt wird. Christus gekündigt in NRW, die Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder. Der Grund dürfte sein, die ist die Frau des Mannes, der den Russen nicht hart genug hasst. Die republikanische Abgeordnete Taylor Greene ist der Ansicht, die zunehmende Stärkung der BRICS-Gruppe wird die US-Bevölkerung in die Pleite treiben. Der demokratische Senator Blumenthal ist überzeugt, dass sich die Unterstützung der USA für die Ukraine auszahlt. Die USA erzielen hohe Rendite. Zitat, für weniger als 3% des Militärbudgets unserer Nation haben wir es der Ukraine ermöglicht, die militärische Stärke Russlands um die Hälfte zu verringern. Dann an die Front. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Westliche Medien berichten den Durchbruch bei Rapotino, ein 500-Einwohner-Dorf, so groß wie Upal. Nein, das passte nicht, das war nicht gut, das schneiden wir nachher. Regie? Ja. Geschnitten. Wladimir Kornilov von RIA Novosti, der russischen Nachrichtenagentur, kommentiert, die ukrainische Sommeroffensive, die zuvor eine Frühjahrsoffensive war, hat sich in eine Herbstoffensive verwandelt. An die Versprechen ukrainischer Politiker, den Sommer 2023 auf der Krim zu verbringen, erinnert sich kaum noch jemand. Russland beging gestern den Tag des Wissens. Präsident Putin gab eine offene Unterrichtsstunde. Hier erklärte er, das Land bleibe absolut unbesiegbar. Der Militärblogger Juri Podoljaka erklärt, Russland übernehme die Initiative bei Artyomovsk. Auch er erwähnt den Brennpunkt Rabotino. Beide Seiten verlegen Militär. Der ORF zitiert, Moskau-Seedrohnenangriffe auf die Krimbrücke wurden abgewehrt. Der ukrainische Präsident Zelensky wird bei der UNO-Generalversammlung erwartet. Die Bank Austria schloss Konten russischer Journalisten. Dänemark hat Russland angeordnet, sein Botschaftspersonal in Kopenhagen zu reduzieren. Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden ohne Mumm und Männerherz. Das Portal Die Investing spekuliert, das Ende der EZB, die USA erklären dem Euro den Krieg. Für viele vergessen, ja, auch der Euro war eigentlich eine Dollar-Alternative. Wie jetzt vielleicht die kommende BRICS-Währung. Bereits 2008 stand er vor dem Untergang. Das Eingreifen von EZB-Präsidenten Draghi verhinderte die Vernichtung. Heute, so erklärt der Artikel, leide die EZB-Präsidentin Lagarde an mangelnder Glaubwürdigkeit. Die Märkte haben deshalb kein Vertrauen in die EZB. Die US-Wirtschaftsdaten sind besser als die der EU. Da zitiere ich doch gerne nochmal unsere Claudia Kempfert. Weg vom Fetisch. Wirtschaft. International der Sieger der Präsidentenwahl in Guatemala, Arevalo, hat einen laufenden Staatsstreich gegen ihn angeprangert. Gegen eine Anklage des bosnischen Serbenführers Dodik wurde gestern in Bosnien-Herzegowina demonstriert. Georgien, die Regierungspartei, droht der Präsidentin mit einem Amtsenthebungsverfahren.
Sie habe sich vor ihrer Reise nach Berlin und Brüssel nicht mit der Regierung abgestimmt. Erneute Schüsse gab es zwischen Armenien und Aserbaidschan. USA, 18 Jahre Haft gab es für einen Ex-Proud Boys-Anführer wegen Sturm auf Kapitol. Die finnische Ex-Regierungschefin Marin tritt als Parteichefin zurück. RP Online berichtet, Weißrussland, der Präsident Lukaschenko beruft die Sitzung des Sicherheitsrates ein. Es startet die UVKS-Übung Kampfbruderschaft 2023. Und noch eine gute Nachricht, mehr als 34.000 Tonnen Kartoffeln sind in Weißrussland geerntet. Der Taifun Saola hat zunächst Hongkong, dann den Süden Chinas getroffen. 55 Menschen wurden mindestens verletzt. Die Schäden blieben geringer als befürchtet. Bei einem schweren Gewitter im Juni ist es laut Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung fast zu einem Flugzeugabsturz am Frankfurter Flughafen gekommen. Es gab Scherwinde. Der Pilot ging mit maximalem Schub in Steigflug. Bei diesem Manöver kam es offenbar zu einem Kontrollverlust und die Maschine sackte ab. Zum Wetter: mäßig warme Luft im Norden, wärmere im Süden. Die nächsten Tage werden ruhig, sommerlich. Das ist versprochen bis über das kommende Wochenende hinaus. Machen Alternative Music.